Wir beschäftigen uns jetzt mit Systemen linearer Gleichungen. Da viele ökonomische Modelle solche Gleichungssysteme benutzen, wie sieht so etwas aus? Man hat hier in der Regel Koeffizienten, hier a11, a12 bis a1n, die werden multipliziert. Hier steht ein Mal immer dann, wenn ein Zeichen weggewirkt lassen wird. Wir erinnern uns, ist es ein Malzeichen, also im Grunde genommen immer hier ein Malzeichen zwischendenken. A11 mal x1 plus a12 mal x2 plus und so weiter ist eine lineare Gleichung. Warum linear? Linear deshalb, weil hier oben an den Variablen keine Exponenten sind, das heißt, alle xi haben nur den Exponenten 1. Und immer wenn etwas 1 ist, spricht man meistens von linear. So, das Gelbe waren unsere Koeffizienten. A, i, j sind die sogenannten Koeffizienten. Dabei ist i, hier haben wir i ist immer das erste Element, 1, 2, m, das ist hier die erste Zeile, das ist die zweite Zeile, die mte Zeile. Also ist das hier die Zeilennummer. Und J, wenn man sich das anguckt, hier haben wir die erste Spalte. Die haben das ja so hübsch sortiert. Und so weiter bis zur n-ten Spalte. Also ist das hier die Spaltennummer. Deswegen ist dieses hier auch nicht das Element 11, A11, sondern A11. Erste Zeile, erste Spalte. So, damit man Gleichungssysteme effizient berechnen kann, braucht man ein paar Hilfsmittel. Erstmal schauen wir uns an, wie sieht denn so ein Gleichungssystem aus? Da haben wir welche auf dem Übungsblatt. Und zwar, hier habe ich mal eines hervorgeholt. X plus Y plus Z ist gleich 2. 2x plus Y minus Z ist gleich 5. Und die letzte Zeile, auch wie auf dem Zettel. Wie sehen jetzt die Koeffizienten aus? Bitte daran denken. Hier, das ist 1 mal x, 1 mal y, 1 mal z, 2 mal x, 1 mal y, minus 1 mal z, 1 mal x, 1 mal y und 1 mal z. Wie kann man solche Gleichungssysteme immer lösen, wenn sie eine Lösung haben? Das liefert uns der Gauß-Jordan-Algorithmus und für diesen, also zur Erklärung dessen, braucht man ein paar algebraische Begriffe. Zum Beispiel den Begriff der Matrix und den Begriff des Vektors. Einfacher ist es, den Begriff Vektor über den Begriff der Matrix zu erklären und sich eine Matrix vorzustellen, ähnlich wie eine Tabelle. Wir haben so eine runde Klammer. In dieser runden Klammer befinden sich Einträge und Sie sehen jetzt, die sehen so ähnlich aus wie unsere Koeffizienten letztendlich, also a11, a12 bis a1n, genauso in der nächsten Zeile auch wieder durchnummeriert, einfach Zahlen eingetragen. Wie gesagt, sehr ähnlich zu unseren Koeffizienten oder zu Tabellenelementen.
Das ist ein M. Und AM2. Hier sind wir dann bei AMN. Dieses ist eine Matrix der Größe M Kreuz N. Das heißt, sie hat M Zeilen und N Spalten. Ein Vektor ist jetzt eine einzeilige Matrix oder auch eine einspaltige. Das heißt, ich nehme da einfach so eine Zeile oder eine Spalte heraus, dann habe ich einen Vektor. Letztendlich ist also ein Vektor nichts anderes als eine 1 Kreuz M Matrix. Oder wenn wir eine 1 Kreuz N Matrix haben, dann haben wir einen Zeilenvektor. Und wir oder eine M Kreuz 1 Matrix. Dann haben wir einen Spaltenvektor. Jetzt können wir mit diesen Hilfsmitteln sogenannte Koeffizientenmatrizen für die Gleichungssysteme definieren. Denn was macht man dann? Man nimmt das lineare Gleichungssystem und schreibt es in seine Form, so dass alle x1 untereinander stehen, alle x2, alle xn und dann hier jeweils entsprechend eingetragen werden die zugehörigen Koeffizienten. Wir können das für das Gleichungssystem hier oben einmal machen. Das heißt, wenn wir dieses Gleichungssystem nehmen und anschauen, wie das dann aussieht, dann erhält man die Koeffizientenmatrix. Indem man im Grunde genommen nichts anderes macht, als die x die y und die z weglässt, genauso die Pluszeichen, Minuszeichen müssen bleiben, die kann man nicht einfach weglassen. Dann haben wir hier die Koeffizientenmatrix und hier einen Spaltenvektor. Man kann auch noch eine sogenannte erweiterte Koeffizientenmatrix von dem Gleichungssystem bauen. Dazu nimmt man das Gleichungssystem wie eben eliminiert wieder alles, was x heißt. Alles, was y heißt. Alle Pluszeichen. Statt der Gleichheitszeichen machen wir einen Strich und dann hat man eine sogenannte erweiterte Koeffizientenmatrix.
So, das können Sie jetzt für alle Gleichungssysteme auf Ihrem Zettel machen.